Meine Hobbys sind weggehen und wieder zurückkommen. Ich bin eine alte Romantiksau. Hallo zusammen. So, der Punkt ein bisschen runter, so. Hallo. Ja, wir haben es jetzt vorher schon mal aufgenommen gehabt, aber irgendwie... Ist abgeschmiert. Ja. Oder hat es von Haus aus nicht aufgenommen, keine Ahnung. Na, jetzt dürfen wir es nochmal angucken. Jetzt machen wir es halt nochmal. Das ist jetzt der zweite Versuch. Wir machen zwischen einen Stopp, damit wir unseren Senf abgeben können dazu. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Das Video ist 5 Jahre alt. Happy Birthday to you. Und zwar ist es Roomtour bei Basti. Bei mir daheim, ja. Und wie man sieht, das ist mit dem alten Handy aufgenommen und schlechte Qualität irgendwie, also schlechter wie heute. Ja. Ich würde sagen, jetzt fangen wir an. 15 Minuten 15. So gut trifft man es auch nur selten. Mhm. Also 50-50. 3, 2, 1, los. Go. Hallo zusammen. Ja, heute gibt es eine Route. Wir stehen schon parat. Und jeden Moment müsste es losgehen. So ein bisschen los. Ach, das ist doch geil, oder? Machen wir das doch. Also... Ja, wann bist du denn? Also, falls man es nicht verstanden hat, weil das hat er jetzt nicht gewusst, wir müssen zwischen einem Pause machen, damit man es versteht. Okay. Also, wie gesagt, ich wollte sagen, man hat hinter mir zwischen zwei so windliche eine Pflanze gesehen, die habe ich mittlerweile im Eck stehen. Und das Orangene habe ich schon lange nicht mehr. Weil ich habe mittlerweile nicht mehr so viel Zeug. Ein bisschen ausgemischtet, wie ihr ja vielleicht wisst. Und was ich damals noch nicht gewusst habe, man sollte nicht so rumdreckeln. Man sollte am besten gleich zur Sache kommen, weil sonst schalten die Zuschauer ab. Und nicht vorzeitig sich verabschieden oder so. Und wir schauen uns jetzt das Video mit euch gemeinsam an und hinterher schauen wir uns da die Daumen an. Der Dislike-Button gibt es ja nicht mehr, darum schauen wir uns bloß die Daumen nach oben an. Damals gab es es noch und das sage ich vielleicht auch im Video noch, wie viel da runtergegangen sind damals. Und wir schauen uns auch die Kommentare an, weil ich mir gedacht habe, wir beide reagieren da mal drauf. Der Basti wahrscheinlich noch mehr wie ich, weil der sich nicht mehr so dran erinnern kann. Ich habe es mir ja ab und zu durchgelesen. Weil es schon ein bisschen her ist. Oh. Immerhin 5 Jahre. Gerade mal, ja. Also, 0 Minuten 20 von 15,5. 5 Minuten, 10 Minuten, 15, 100. Und der Ton ist leise. Und die Musik an sich, die ist nett. Ja. Aber ihr werdet es schon noch sehen, wahrscheinlich. Wir haben viel geschlägert damals. Das tun wir doch halt immer noch. Ja. Also, seht ihr das aus den 1000 Jahren, das Video, ne? Wisst ihr schon? Im Jahr 3016. Also, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir in... Und mein Haarschnitt, ich habe mich ja heute rasieren lassen, aber da in dem Video, der brave Bubi-Schnitt. Und heute mehr so, ja, radikal weg. Aber so brav war er manchmal gar nicht. Wer weiß, ich sag's auch im Video, ich hab's Faustdick hinter den Ohren, immer noch. Ja? Ich bin ja so ein Lucky. Ehrlich ist er. Ist ja gerade das Kind, glaube ich. Ja. Glaubt darauf. Und eine, wollte gerade sagen, und eine andere Brille habe ich mittlerweile. Das seht ihr ja im Video. Heutzutage ist die so blau. Seht ihr ja. Und die war damals als Modell halt nur. Und ein paar Falten. Die sind halt, heutzutage wären das Ersatzbrillen, aber brauche ich gerade nicht. Zum Glück. Und du hast auch noch andere Brille gehabt. Die habe ich heute noch, das ist eine Ersatzbrille. Genau, wenn was wäre, dann hätten wir immer einen Ersatz.
Ich habe, glaube ich, 2 Ersatzbrillen. Alte Modelle noch. Also in Instagram, weil Twitter und Facebook geht nicht, aber in die Kommentare, da liest der Basti Femmet, ne? Der beschwert sich auch manchmal, wenn was über ihn drin steht oder er lacht drüber. Ich lese alles hier in meinem Laptop. Jetzt spule ich ja mal ein bisschen vor, weil sonst dauert das lang. Bis halt richtig losgeht. Da kommt's Intro, ja genau. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgespult. 4 Minuten 16, also heute würde ich nicht mehr so lang rumdreckeln. Das, was lang ist, würde ich wegschneiden. Mhm. Die Kurzversion, und ich sage es in der langen, Freitag. Abends und bin heute. Und da, die Verabschiedung habe ich eben gemeint, sollte man nicht so früh machen, weil sonst meint Leute, das ist... Das Video ist schon vorbei. Ja. Aber jetzt geht's dann richtig los. Das hätte ich schon schneiden müssen. Damals habe ich noch nicht schneiden können. Ich kann mir nicht den Stiefel hocken, weil ich halt Generalprobe habe. Und ja, ansonsten, Servus, habe die Ehre, wir sehen uns. Servus. Die Scheißboller. Bei dem Geist haben viele immer Schiss gehabt, dass der vielleicht aus der Kamera rausfliegt. Vielleicht ist da der ein oder andere Kommentar sogar noch drin über die Effekte. Müssen wir nachschauen. Die Scheiße haben wir auch oft verwendet. Herzlich willkommen bei dir daheim. Ist das denn? Bruchbude. Nix gibt's. Bei mir daheim ist. Wenn ich jetzt diese Tür öffne, dann sieht man genau. Das hat er als Erinnerung an sein Auto, weil er keinen Führerschein mehr hat. Ich hab doch noch nie einen Führerschein gehabt. Da waren wir mal auf Klassenfahrt in der Schulzeit und da habe ich das Schild gesehen und habe mir das Schild gekauft. Ich glaube, das hat 1-2 Euro oder was kostet. War ja jetzt ein bisschen Spaß. Zu Hause. So. Achtung, jetzt kommt der Geist wieder, nicht erschrecken. Und das zeigt nicht immer nur, nicht nur mich, sondern auch mein Zimmer, gell? Das ist mein Zimmer. Wieso nicht bloß dich? Hast du so eine schöne Frisur gehabt? Ja, oh. Eine Art Wohnzimmer. Ruhe da hinten. Also mittlerweile, ich muss mittlerweile sagen, der Radio, der ist heutzutage im Keller. Den Drucker habe ich schon gar nicht mehr. Das CD-Regal habe ich auch ausgemistet und das Regal selber habe ich auch schon weggeschmissen. Und ein paar Filme sind dazugekommen oder weggegangen. Also da hat sich ein bisschen was getan. Die Couch an sich habe ich jetzt nur noch als Bett. Die klappe ich gar nicht mehr auf, weil da ein bisschen faul geworden bin. Aber das mache ich nicht mehr. Da das Aufgeklappe und Rumgeklappe ist nur noch ein Bett. Und die Kissen sind alle auf dem Sessel. Aber das allermeiste gibt es natürlich heute schon noch. Aber es hat sich schon einiges getan. Das ganze Kabelzeug habe ich alles nicht mehr. Der Glastisch, der steht leer da. Eigentlich kann man sagen. Aber es gibt ihn noch. Das Gebelle sind Nelly und Bobby. Die wollen auch mit kommentieren. Ja. Da steht mein Fernseher. Da ist mein Radio. Unten noch mein Drucker und alles. Mein Schrank. Ja. Mein Vater würde sagen, gutes Brennholz. Und so ein schönes Bild, was ich gehabt habe. Mein Fernseher. Obwohl der Schrank ja lackiert war, den dürfte man gar nicht verbrennen.
Wieso, der ist doch Pfennig gut. Lackierte Sachen darf man nicht verbrennen. Wegen dem Rauch, glaube ich, Qualm. Das Bild hast du vorher auch ausgehört. Ach so, ja. Ihr seht es ja da hinten, das Oma-Bild. Gibt es natürlich immer noch. Aber daneben hängt mittlerweile mein Vater. Weil das wollte ich so haben, dass er immer noch ein bisschen bei mir ist. Gell? Leider letztes Jahr verstorben. Vorletztes. Vorletztes Jahr schon, ja. Ende November 20. Da waren es ungefähr noch 4 Jahre, hat er gelebt. Weil das war ja 2016 ausgesagt. Hat er nur ungefähr 4 Jahre gelebt. Das sieht man nachher auf dem Kalender auch noch, dass das 2016 ist. Muss ich aufpassen, ja. War eigentlich relativ gemütlich bei mir zu Hause. Relativ gemütlich. Mein Schreibtisch. Und das kommt doch euch. Das kommt doch jemandem bekannt vor. Also mein Günther Jauch. Und da wo jetzt der Günther Jauch, wo damals der Günther Jauch stand, ist heute mal ein großes Bild von meinem Vater. Daneben ein Sterbebildle und eine Kerzle für ihn. Und die Uhr hat er auch nicht mehr. Die Uhr habe ich verloren. Die Pflanze ist, glaube ich, auch schon lang kaputt gegangen, als ich da stehen habe. Da steht jetzt mein Baum. Also dieser Perlenbaum. Und sonst nichts mehr. Und auf der anderen Seite, wo das runde Brett war, habe ich jetzt mein Bruder stehen. Aus Glas. Das sieht sie dann auch. Das habe ich da woanders stehen gehabt. Am Ofen. Ja. Ja, da sieht man es ja schon am Ofen. Das habe ich jetzt mittlerweile auf dem Schreibtisch stehen. Und das Engelzeug, das ist Weihnachten. Das habe ich jetzt für Weihnachtssach gedacht. Und die Kastanien ist für den Herbst. Habe ich nur so Dekoration gehabt. Und die Hand hat er immer noch. Ja, Depp, ja. Das dürfte doch wohl bekannt vorkommen. Das Herz, was ich gerade gezeigt habe, habe ich später in Rot gehabt und heutzutage überhaupt nicht mehr. Weil ich ausgemischtet habe. Heute macht er so. Heute mache ich es so, ja. Für alle euch da draußen und besonders für Miro Marsch da. Gell? Ja. Der schon wieder vermisst wird vom Basti. Ja. Wo bist denn du? Meldst dich gar nicht mehr, du Lump. Oh. Die Deko, da wird jetzt dann bald ein Löschbaum herkommen, an diesem Platz hier. Dann bald so ungefähr so groß ist er, Löschbaum. Schön dekoriert. Da war gerade eine hübsche Frau, habt ihr das gesehen? Das ist meine Schwester. Achso, ist das nicht irgendein Foto? Das blaue Bild ist von meiner Schwester, da war es beim Fotografen. Da machen sie es ja meistens so. Hier ein Fenster, eine Laterne. Und das Zimmer ist nicht so groß. Also. Früher ins Bett. Couch. Also, dass man weiß, dass ich auch da bin, da schlagt er über. Jetzt ist der Fernseher schuld. Hätte er ausgemacht. Ich hab gestern den Sie wissen nicht, was passiert, angeschaut. Das wäre ich heute auch wieder. Weißt du, was am Wochenende davon machen? Der Basti hätte auch nicht gewusst, was passiert, wenn er immer nur schlafen würde. Die Couch kann man ausziehen, das ist dann wie ein Bett. Dann habe ich so hochklappen, nach hinten, dann habe ich ein Bett. Dann habe ich mein Bett. Also jetzt sieht man mal, dass er dran hockt. Also. Das habe ich vorher auch schon gesagt gehabt. Jetzt muss ich wiederholen, weil es jetzt erst aufnimmt. Ein bisschen, ja. Ich sag's besser nicht, sonst. Er meint, dass ich da schon damals einen rechten Bauch gehabt habe. Ah!
Klein Markus, Fass. Herrchen sagt nicht Fass, gell? Mein Giga. Und jetzt noch die liegende Position. Position klingt jetzt wieder zweideutig. Da gab's damals so Leute, die haben immer zweideutig gedacht. Deswegen sage ich das so. Jetzt schreiben dann gleich wieder welche, wie liegende Position. Und so habe ich dann natürlich, wenn es ausgezogen ist. Das, was mich damals gewundert hat, weil der Basti gerade so gemacht hat, das hat mich schon gewundert, dass in die Kommentare, wahrscheinlich ist es nicht gekommen, das sehe ich ja nachher, kriegt er jetzt einen Orgasmus. Also, dass das nicht gekommen ist, das hat mich gewundert. Aber die Couch ist mittlerweile... Natürlich hat er normaler... ...viel abgenutzter wie damals. Also, wie man es da jetzt sieht. War schon mittlerweile mehr draufgelegen wie damals. Oh ja. Die hat mittlerweile schon einige leer. Aber kann mich noch nicht trennen. Da ist ja Decke drüber, ne? Also für die, die wo dann gleich wieder recht scheiße da hinschreiben. Mein Happy. Gibt ja neben mir nur ein paar so Heinis, die immer gerne ein bisschen verarschen. Ja? Und dann habe ich hier noch ein Bild. Da sieht man es ja, 2016. Das ja. Video ist also von 2016. Da sieht man es, ja. Jetzt sieht man halt den Basti besser als mir, aber ist ja wurscht, man hört mich wenigstens. Es wären fast 6 Jahre schon wieder, Wahnsinn. Da haben wir das erste Malle hinter uns gehabt, das war im August. Da hat der Basti auch schon gesagt vorher, wo es aus Versehen nicht aufgenommen hat, dass da irgendwo... Da dieses Mädchenkopfbild, wo unterhalb von mir und meinem Vater zu sehen ist, dieses Bild ist mittlerweile nicht mehr da. Stattdessen ist auf der anderen Seite mein Vater als Sterbebildle da, ausgeschnitten natürlich, aber... Dieses Mädchenkopf gibt's nicht mehr. Aber sonst ist alles gleich. Aber alles schön. Also im Katzen. Im Katzen, ja. Das ist mein Bruder. Tobi, da bin ich, Tobi, Flo, mein anderer Bruder, meine Schwester, die gerade da ist. Oh ja, die Musik, die wo jetzt kommt, die habe ich oft in die Videos verwendet. Das ist meine Ex-Freundin, mein Vater, meine Mutti ist da ganz lieb, ganz klein da, hat sie noch kein Bild gehabt. Da, diese Bilder hier, die sind... Hier da habe ich mein Zimmer hier eingeweiht. Das war 2009. Hat ziemlich gefetzt, das hat auch ziemlich Spaß gemacht. Ups, jetzt haben wir uns da dran. Hallo! Da die Omi, von der ich die Sache überhaupt hier habe. Ist aber auch schon verstorben. Jetzt hoffen wir mal, dass ein paar einen Shot gekriegt haben. Den wir nicht wollen, ne? So. Da habe ich jetzt an der Tür, was man da hinter mir gesehen hat, eine Glassichtfolie, wo der Kalender drin steckt. Mehr habe ich nicht. Ich habe heute keine 2 Kalender mehr. Blödsinn. So, jetzt sind wir bei 9 Minuten 21 von 15 Minuten 15. Genau. Ja, weil du plötzlich so nah dran warst. Da ist noch der Mann von meiner Schwester. Oder wer? Ja, stimmt. Wenn man zurückrechnet, 2022 minus 5 Jahre, dann war es 2016. Ja. Nicht auf den Tag genau, natürlich ist es Juni gerade, aber es sind
Das war ja in der Weihnachtszeit schon. Fast, ja, im November war es. Aber es war im Jahr 2016. Also gut. Rassenlacht, wenn ich deine Nichte, Lea, auch mit vertreten. Ich verlinke euch das Video in der Videobeschreibung, da könnt ihr es euch nochmal in Ruhe angucken. Genau. Übrigens, wir haben hier eine Clown-Maschine, also eine Klon-Maschine, ne? Das ist der zweite Basti da. Das ist mein Schatten, du Depp. Ach so. Du Depp, sagt der Heid noch. Depp, du Blöder. Oh, hätte ich jetzt aber nicht gewusst, ne? Verzweiflungsgerbel. Das ist das Original und der Schatten ist der Dunkel. Sagen wir es aber so, ne? Aber wo hat der Basti bloß der Klonmaschine, ne? Sag's ihn doch einmal in die Kommentare vielleicht an. Der Blick. Der bringt euch alle um. Der, wenn töten könnte, ja. Da kommt gleich so ein Strahl raus. Gebt's einen Daumen nach oben, sonst kommt der Basti euch mit dem Blick besuchen. Ein Daumen nach oben, sonst kommt er euch so besuchen. Oder wenn er nicht schreibt, Basti, wir lieben dich. Aber ich glaube, eher beim Daumen nach oben kommt er euch besuchen. Ja. Und singt euch ein Lied von Pink Floyd. Ein ganz einfach Klo. Und seit neuestem hat er das an der Automatik, ne? Also. Kannst ja auch spülen, da aber fall nicht ins Klo. Ja, ja. Ob er jetzt groß oder klein gemacht hat, das wissen wir nicht. Ich hätte mich wirklich draufhocken sollen. Das wäre, glaube ich, nur lustiger gewesen. Und dann. Ob er jetzt groß oder klein gemacht hat, das wissen wir bis heute nicht. Ist vielleicht etwas finsterer, aber. Ja. Er will doch nur spielen, du. Vielleicht kann man es mit meinem Bearbeitungsprogramm ein bisschen heller machen. Ist dann natürlich ein bisschen ein Fake-Licht, aber geht nicht anders. Mittlerweile ist da ein neues Fenster drin, weil das undicht geworden ist. Das hat man weggeschmissen. Und die Lichtleiste, die liegt jetzt da einfach daneben und liegt da einfach. Keine Ahnung, was da passiert. Neues Fenster und das Licht ist weg. Also. Ach übrigens, der Basti hat mir erzählt, bevor wir zum Drehen angefangen haben, dass er immer nur der Mr. Kasse ist. Ja, natürlich. Aber mittlerweile mit Maulkorb. Dass er die Kunden nicht beißen kann. Oh! Aber die Küche wird nicht mehr so. Da hat er Wut gehabt, darum ist es so abgerissen gewesen gerade. Gebraucht, das war früher. Das wird schon abgeräumt, sieht man hier. Nein, das ist schon nicht mehr so. Da war mal der Herd, da hat man früher gekocht. Und da das Loch hier, das war die Spülmaschine. Und da war der Kühlschrank, also das Licht ist zwar an, aber er wird nicht mehr benutzt, sagen wir so. Da tut er bloß noch einmal seine Demos, ne? Sag mal so. Der wird gar nicht mehr benutzt, weil es so viel Strom braucht. Stromfalter. Und das war mal hier die Gefriertruhe. Da haben wir jetzt andere Sachen drin. Das habe ich nicht mehr im Gebrauch. Ja. Und natürlich, wie üblich, Nüsse. Was ist das? Der Basti sammelt alle. Ah ja. Nüsse hat er damals gesammelt. Immer wenn wir so unterwegs waren und er Nüsse gesehen hat. Nüsse! Was sind heute mittlerweile Pfandflaschen? Hat er aber damals auch schon.
Aber ich glaube noch nicht so ausgereift wie heutzutage. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, bevor wir das Comeback gefeiert haben beim Flaschensammeln. Dann habe ich mir gedacht, oje. Irgendwann krieg ich ihn schon noch. Ja, und dann, immer wenn man es nicht erhofft, dann kommt der Zufall. Und so ist er auf mich zugekommen und hat mich angesprochen. Und Verhof kommt oft? Ich habe so oft schon versucht. Dann habe ich zuerst gemeint, er weicht mir mal aus, aber am Ende habe ich dann doch noch gesehen, dass er zum Pfandflaschenradeln geht. Und was ich mich auch noch gefragt habe, seit wann fährt er Fahrrad? So früher nie. Mittlerweile fahre ich immer Fahrrad. Früher bist du es nie, also zu der Zeit, wo das Video entstanden ist. Da bin ich im Bus gefahren, ja, weil da war das ja alles noch nicht, was heute ist. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, und das kommt. Nicht mehr ein. Es kommt auch immer die Straßenbahn, wo er nicht will. Da ja. Steht er immer ewig dran, bis die kommt, wo er will. Dafür geht's, fahre ich heute Fahrrad und sammle die Flaschen stattdessen und komme auch ans Ziel. Und ist gesünder. Viel gesünder. Was jetzt nagelfest ist. Da in der Tüte habe ich noch Maroni, die habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ich habe jetzt an meinem Fahrrad einen neuen Ständer dran und jetzt fahre ich auch wieder Fahrrad. Okay, ist jetzt nicht so schön. Maroni habe ich drin, ist das dran. Lecker. Hat er zum Wurzeltag gekriegt. Von meiner Mutter. Ja. Und sonst, da war früher mal eine Dartscheibe, aber die ist kaputt gegangen. Da hat er zu fest draufgeschossen, wisst ihr, und er ist kaputt gegangen. Ach was, mit einer Bratkartoffel geht's schon. Dullungbullsei. Man sieht ja den Umriss ja noch. Ja. Eigentlich habe ich mein Pfand immer rumstehen. An der Bank, an der Ecke, machen wir immer eine Geburtstagsparty oder sowas. Die im Regal. Ach so, die haben jemanden zum Schwätzen gefunden. Zwei Igel. Das sind die Moschischi. Moschischi. Wer die kennt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Schön, machen wir jetzt keine auf, weil... Entschuldigung, das Handy wird ab und zu leiser. Dauert sonst ein bisschen zu lang? Ja, zu lang, ja. Ja, auf jeden Fall ein bisschen mit dem Mikro, der funktioniert noch. Den Deckel bloß im Aus, weil der sogar richtig zum Strom kommt. Dann machen wir halt immer unser Essen warm. Die Palmen, was neben der Mikrowelle stehen, die sind heute natürlich im Garten und sind umgetopft. Also das Grüne da. Genau, die stacheligen grünen Blätter da, das sind Palmen, Juckerpalmen, stehen im Garten, sind umgetopft und gedüngt. Und sind natürlich ein bisschen gewachsen, klar. Der Kaktus auf dem Mikro, der steht mittlerweile woanders im Hausgang und hat letztens sogar geblüht. Wunderschön. Rasa! Eine Neuauflage, falls ich es noch nicht gesagt habe, können wir nicht machen. Wir machen nicht. Das alles heimlich. Das darf niemand wissen. Nein. Da hat mich letztens in TikTok einer angesprochen, dass der Basti eigentlich ein Verbot hätte. Gerade aus dem Grund machen wir das heimlich. Ja. Er hat ja erzählt im Comeback, was passiert ist. Ja. Naja. Aber wir wollen das jetzt alles vergessen und da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Neuanfang und wir machen kein Juno mehr. Bin sowieso gesperrt. Nix mehr. Was ist das hier? Losgegangen. Bodenheizung fällt, Boden ist ein bisschen kalt. Wie ist jetzt das meint? Also, wir stehen jetzt, also ich. Ach ja, und die Pflanze im Eck, was da steht, die habe ich auch nicht mehr. Die ist kaputt gegangen. Schon lange kaputt gegangen. Stehen mir die Socken drauf. Ja. Ich habe meine Arschmacher. Das sind meine Arschmacher. Sieht man nicht, mein Bauch ist dick.
Ja, in die älteren Videos, wo der Basti noch nicht dabei war, oder zum Teil, wo er schon dabei war, zum Beispiel in die Vor- und Nachteile eines Singles in dem Video, da war ich viel dünner. Das verlinke ich euch auch noch in der Videobeschreibung. Also das Video und das, wo ich gerade gesagt habe, verlinke ich euch. Dann könnt ihr es euch in Ruhe angucken. Und dann werdet ihr schon sehen, bei dem zweiten, wo ich gerade gesagt habe, Vor- und Nachteile, da seht ihr genau, dass ich dünner bin. Aber gut, der Bauch, der hat natürlich auch was gekostet, gell? Ja, ja. So viel Geld, wie ich für den Bauch ausgeben habe. Mhm. Wahnsinn. Unmengen. Aber ich bin auch nicht gerade ohne. Aber schon ein bisschen dünner wird auch in dem Video. Ja. Obelix. Asterix. Weil er gerade Obelix zu mir gesagt hat. Ich hab gedacht, das ist der Roli. Ich hab nicht Obelix gesagt. Gerade hast du es doch gesagt. Nein, hab ich nicht. Freunde, machen wir jetzt keine auf, weil das dauert sonst ein bisschen zu lang. Ja, zu lang, ja. Ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen, wenn die Mikro funktioniert noch, denn der kommt bloß im Aus, weil der sogar richtig zum Strom fressen, dann machen wir halt morgens Essen warm. Ja, bloß ein bisschen Bodenheizung fällt, Boden ist ein bisschen kalt. Wie ist jetzt das gemeint? Also. Jetzt habe ich bloß nochmal Retour gemacht, weil ich dem Basti was zeigen möchte. Wir stehen jetzt, also ich stehe mit den Socken drauf. Ja. Ich habe meine Hauschen auf. Das sind meine Hauschen. Sieht man nicht, mein Bauch ist dick. Obelix. Asterix. Jetzt hat er es gehört. Jetzt, ja, das habe ich überhört vorhin. Ja, aber habt ihr es gesehen? Da habe ich zwei gleiche Socken angehabt. Heute habe ich einmal zwei verschiedene. Weil er geschlampert ist. Das war jetzt meine Mutter. Oder so. Ich bin jetzt so ziemlich durch, aber das ist mein Reich. Herumzuführen, Sie haben nur ein Licht vergessen. Die Palme im Gang habe ich auch nicht mehr. Vergessenskerbel. Ja. Was ist denn aus? Dankeschön. Und es wurde Nacht. Ja. Also, meine Mutter will immer mitreden, die kennt sie gar nicht aus. Aber mitreden wollen. Das sind so Insider von uns, wie wir uns hier ärgern. Da kennt sie meine Mutter gar nicht aus, aber mitreden. Das haben wir die Liebste. Und es werde Licht. Also verrückt waren wir damals schon. Aha. Das waren wir, glaube ich, 2 Jahre und dann ist eben das vorgefallen. Aha. Ziemlich alles. Da geht es dann ins Schlafzimmer rein und das ist unser Kinderzimmer da. Ja. Und die Tür da drüben, jetzt geht es in das Treppenhaus. Also da, also sozusagen ein Fluchtweg. Ja, genau. Ja. Falls die älteren Zuschauer sich noch erinnern können, wir haben der Lea mal gratuliert. Mhm. Ich als Lispelluca und... Die wird nächstes Jahr erwachsen. Die wird nächstes Jahr 18. Ja. Die von 2005 gerechnet wird die 18. Aha. Lass das da krachen. Weiß ich nicht. Ach ja, und ich sehe es jetzt auch gerade, die Stühle, die sind im Keller. Weil ich brauche das doch mittlerweile nicht im Zimmer. Den einen Stuhl am Schreibtisch, der ist natürlich nur, aber die mit zwei mittleren, die sind im Keller unten. Weil die ganzen Krimskrams brauche ich jetzt alles nur mehr. Im Nachhinein fällt mir ein, da am Schreibtisch könnte sich ein Rollstuhl, also so ein Schiebbar, so mit Rollen unten dort anschaffen. Brauche ich nicht. Sind aber bequemer für so einer. Aber gut. Brauche ich doch nicht. Und der Laptop ist ein anderer. Da habe ich jetzt. Ein Apple. Lenovo. Was sind das für Ausländer? Lenovo. Ist doch ein Ausländer. Nein, oder? Das ist eine Laptop-Marke. Ja, meine ja, ausländische.
Weiß ich nicht. Weil wo. Samsung ist ein Japsi. Also mein Handy ist ein Japsi. Ich habe keine Ahnung, wo Lenovo her ist. Keine Ahnung. Wer es weiß, kann es in die Kommentare schreiben. Also ich weiß es nicht. Also falls Technikfreaks unter euch sind, schreibt es mal in die Kommentare. Ist China irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also mein Handy ist ein Japsi, das weiß ich mittlerweile, weil ich nachgoogelt habe. Aber schreibt es einfach in die Kommentare. Aber was es auf jeden Fall nicht ist, ist luxemburgisch. Und das Wetter heute 34 Grad. Oh, übel. Da drum bin ich. Selbst in meiner eigenen Haut ist es warm. Geht am liebsten runter. Gestern war es, wie ich mit dem Bus gefahren bin, habe ich so meine Hand halt dran gehabt, gell, weil ich mit dem Handy gespielt habe. Und dann, wie ich meine Hand weg habe, dann habe ich gemerkt, ich bin da nass. Dann habe ich mich gefragt, hey, wieso bin ich da nass? Geschwitzt hast. Dann habe ich gesehen, so einen riesen Fleck. Mhm. Dann habe ich gewusst, aha. Geschwitzt hatte der? Durch den Arm. Ja. Habe ich geschwitzt. Ja. Okay. Dann werden wir eigentlich wieder durch. Also mein Lauf nochmal zeigen. Das ist mein. Das war's Vorbild. Wegen dem Günter Jauch haben wir ja damals Günter Lauch und Gäste gemacht. Genau. Vielleicht, wenn wir mal dazukommen, wenn das endlich mal aufhören sollte mit dem scheiß Corona und man wieder einwandfrei rein kann ins Wohnheim, dann können wir vielleicht mal wieder Videos im Wohnheim machen. Abwarten. Nicht zu schnell fahren, Kollege Cowboy. Ja? Langsam reiten, Brauner. Ja. Das ist noch nicht spruchreif. Mein Autogramm. Ein Herz für Jauch. In Riegeltalk habe ich ja mal einen Basti nachgemacht auf Wunsch. Okay. Da habe ich ihn nochmal nachgemacht. Ist das älter oder neuer? Das war ein bisschen ein neues. Muss man zeigen, weil kenne ich es ja noch gar nicht. Mal gucken, wo ich es habe. Das habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Weil ich nämlich bei Wer wird Millionär vor 2 Jahren war und das ist nur das Autogramm von ihm. Habe ich nachträglich zu Weihnachten gekriegt. Bleibt's noch dran, jetzt schauen wir dann, wie viele Daumen nach oben sind und die Kommentare schauen wir noch ein bisschen. Bleibt's noch dran. Bitte, ja. Wir können uns dann über die Kommentare und über das Video gerne in die Kommentare unterhalten. So, dann schauen wir uns jetzt noch die Kommentare an. Genau. So, also. Gehen wir mal weiter nach oben mit dem Bild. So. Und da habe ich meine Tiger ja noch nicht gehabt. Also wir haben jetzt 1160 Abos. Damals waren es glaube ich noch weniger. 992 Aufrufe mittlerweile. Ja. 56 Daumen nach oben. Also eigentlich gar nicht so schlecht. In Videobeschreibung habe ich damals geschrieben, hier die angekündigte Roomtour bei Basti. Hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Folgen könnt ihr mir per Instagram. Also damals habe ich nur Instagram gehabt. Da war auch gerade gestanden. Am 12. November 2016 haben wir es aufgenommen. Ach, der 12. war das. Ja, am 12. November. Ach, da schon her, okay. Ein Tag nach St. Martin. Das habe ich auch nicht gewusst, dass da sogar dran steht, wann man es aufgenommen hat. Das habe sogar ich nicht gewusst. Man lernt nie dazu. Nie aus. Man lernt immer dazu und nie aus, so rum. Ja. Jetzt habe ich total verdreht. Sorry. Also, 37 Kommentare haben wir jetzt zum Durchgucken. Manchmal habe auch ich zurückgeschrieben. Janine Haug hat geschrieben, toll. Toll, mit Herzler. Ich habe was zurückgeschrieben.
Ah, da hat sie sich mal umbenannt. Glavdin Wolf Xoxo. Ich hab bloß Danke zurückgeschrieben. Dann hat einer geschrieben, hallo lieber Maxi. Wallace the Cake Man. Ja. Dazu sagen. Schöne Wohnung, ehrlich, ich bin beeindruckt. Hab nur eine Frage, seid ihr zusammen und wenn ja, seit wann finde ihr seid süß? Fragezeichen. Ihr seid süß zusammen. Zusammen. Wir sind nur Freunde, sonst nichts. Wir sind nur, oh, ich hab damals zurückgeschrieben, wir sind nur Kumpels und nicht homosexuell. Genau. Nö. Dann hat er was geschrieben und ich hab dann nö geschrieben. Dann kommen wir zum nächsten und zwar zum King Kong Kalle. Finde es zwar ein wenig verstörend, wenn ein junger Mann die alten Wandteller seiner Oma an der Wand hat und noch dazu die ganze Einrichtung, aber man sieht, dass er ein wirklich sauberer Mensch ist und voller Ehre mit den Gegenständen seiner Oma umgeht, das macht ihn dann wiederum zu einem Ehrenmann. Aber ich denke, er wird sicherlich seine Gründe für all das haben. Ja. Erinnerungen. Es sind nur die Erinnerungen an damals, an die Kindheit. Da war damals schon die Wesentliche dabei. Ein Gruß an die Wesentliche. Wir kennen noch Monchichis. Die Monchichis, ja, ja. Hast du eigentlich Monchichis? Oder die Wesentliche hast du selber auch Monchichis? Ja. Hat er gemeint. Wenn ja, dann sag's. Gerne. Diabolos in Musica hat geschrieben, sau cooles Video, weiter so. Wo kommt ihr eigentlich her? Honolulu. Augsburg. Ja, habe ich hingeschrieben. Oder aus Luxemburg. iCyberGris. iCyberGris. Du solltest mal auf Jonas streamen. Haben wir damals gemacht, war scheiße. Ist nach hinten losgegangen, wie gesagt. Dann JXST. Hä? Ja, keine Ahnung. Xa. Komischer Name, ja. Voll gut. Ich bin's, Lea. Ach, Lea ist es. Da hat es selber wahrscheinlich. Ah, okay. Dann war das Lea selber noch. Danke. Also ich hab geschrieben, danke. Frag mich nur, wieso ich so viele D-Abos habe. Naja, egal, ich mach weiter. Da wollte ich, glaube ich, nach Tipps nachfragen. Ja. Dann hat Gron 1 geschrieben, wann bekommt Graf Zahl endlich seinen eigenen Kanal? Na, hab ich geschrieben, er hat nur ein Tastenhandy, hat er heute auch noch. Immer noch dasselbe. Wahrscheinlich nie. Ich hab's ihm auch schon oft gesagt, dass er sich ein anderes Handy zulegen soll. Dann kann er auch einen Kanal aufmachen. Aber bei manchen Kommentaren, wo er hier liest, sagt er, macht er's nicht. Da macht er lieber bei mir mit. Bei ja. mir. Jetzt sehe ich's auch gerade, ja, stimmt. Dann hat er wieder zurückgeschrieben. Ich hatte T. Da hast du das A, da hat er das A vergessen. Noch. Ich hatte noch ein altes Smartphone. HTTE. Noch ein altes Smartphone. Möchte er es vielleicht haben. Vielleicht haben. Ich frage ihn, beziehungsweise er wird es lesen und mir am Montag Bescheid geben. Aber ich frage trotzdem. Okay. Oh. Dann nochmal der Eis CyberGris. Pi, Pa, Po und dat auch so. Was das heißen soll, keine Ahnung. Der Striven. Warum hat Basti keine richtige Wohnung mit Miete zahlen und so? Du musst Miete zahlen. Nope. Dann haben wir der Redron.
Der Basti hat's voll schön da. Aber die vielen aggressiven Bike-Farben. Beige-Farben. Das schreibt man wirklich so. Bike ist beige. Find ich dann doch verstörend. Ist er Kampfsportler? Nein. Kann er nicht mal etwas harmonischeren, nicht mal etwas in harmonischeren Farben streichen? In schwarz oder dunkelrot vielleicht? Schwarz-rot-gold wäre doch geil, oder? Das hat mein Vater so gestrichen und es bleibt doch so. Irgendwann muss man es vielleicht nochmal streichen, aber von einem anderen Maler halt. Aber da könntest du Papa anrufen. Mir bleiben. Ich bleib doch da hell. Dann habe ich geschrieben, dazu könnte er in einem der nächsten Videos was sagen. Das hat er halt gemacht. Dann hat er geschrieben, ja, das wäre echt super, wenn er das machen könnte. Hat er gerade gemacht. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja. Dann hat er geschrieben, vielleicht könnte er auch mal ein Video machen, wo er ein paar Kampfsport-Moves oder Griffe zur Selbstverteidigung etc. zeigt. Etc. heißt es. Etc. zeigt. Kann ich nicht einmal, weiß ich nicht einmal. Also so ein Top 5 Video der besten Arten, sich selbst zu verteidigen oder so, wäre doch cool. Kann ich nicht. Ich rede mit ihm darüber, okay? Ich sag Bescheid, wenn er ja sagt. Basti sagt nö. Kann's nicht. Hab ich keine Erfahrung damit. Keine Ahnung. Kempt 029. Sucht euch dringend ärztliche Hilfe. Schäm du dich selber. Kempt 029. Dann hab ich schäm dich. Dann hab ich zurückgeschrieben, du dir auch. PS, aber Spitzenkommentar macht gute Laune. Ja. Der Multi-Cyber Marvin. Servus. Grüß dich. Er hat nice. Die wirkliche Roomtour startet erst bei Minute 4, habe ich gemerkt. Laber mal bitte nicht so lange Scheiße. Das war halt noch zu sagen. Ja, aber mittlerweile habe ich dazu gelernt. Hehe, die kennt er genauso wenig wie ich. Der Eis-Cyber-Griss schon wieder mal. Er soll den Basti mehr reden lassen und ihm nicht immer ins Wort fallen oder ja, ihn nachträglich so leise machen, dass man ihn nicht mehr versteht. Mega unfreundlich. Ich habe ihn nicht leise gemacht, es lag am alten Handy. Ja? Dann hat X Schifuin 55 geschrieben. Schifuyu 55. So ein Dreck. Ja, der Kommentar ist ein Dreck, das stimmt. Der Kommentar ist ein Dreck, ja, das stimmt. So. Das war's jetzt auch schon. Sind wir schon wieder durch. So schnell geht es. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns einen Daumen nach oben da lassen. Das Video und das andere, wo ich gesagt habe, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wo mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Die Social Media Sachen stehen in der Videobeschreibung, genauso wie sein Facebook. Und in die Kommentare können wir uns darüber unterhalten, über das Ganze. Bisher hat mir auf Facebook noch nie einer geschrieben, warum eigentlich nicht. Könnt ihr doch machen. Scheiße doch nichts dabei. Ich schreib dann schon. Keine Sorge. Schickt's mal FA. Sagt, ich bin der und der von YouTube. Ich kenne dich daher. Und dann schreibe ich. Was ist denn da dabei? Ehrlich. Man kann doch miteinander reden. Also ihr habt nichts dagegen. Wenn ihr schon mit ihm schreibt, dann könnt ihr es mit mir genauso. Gilt für alle, was drin, was da jetzt zur Zeit gemeint sind, genau. Ja. Und ich habe mir überlegt, fürs nächste Mal, also nach dem Urlaub, da schreibe ich Basti, sobald ich zurück bin, da habe ich mir gedacht, könnt ihr uns Fragen stellen, habt ihr noch nie? Die geeigneten nehmen wir natürlich dran.
wir sortieren natürlich auch vorher aus. Aber wie gesagt, ich schreibe Basti, sobald ich vom Urlaub zurück bin, weil vor dem Urlaub wird das nichts mehr. Das war jetzt vor dem Urlaub das letzte mit dem Basti. Ja, weil nächste Woche muss man wieder arbeiten und ja, dann bin ich eh weg. Am Wochenende bin ich eh weg. Und alles Weitere können wir in die Kommentare schreiben. Zum Basti habt ihr in die Kommentare, in die kommenden Videos und dann im Urlaub auch in die Kommentare gern. Und der Basti schaut wahrscheinlich auch immer wieder nein, die Kommentare, ich jetzt nicht so viel im Urlaub. Ach, freilich, immer wieder mal. Aber der Basti ist immer erreichbar. Zumindest abends, weil der geht ja in die Arbeit. Genau. Ich bin für 2 Wochen arbeitslos. Durch die Nacht. Aber ab und zu schreiben Basti natürlich auch vom Urlaub, wie es mir gefällt. Natürlich kannst du es machen. Und der Basti kann sich gerne mal in YouTube umgucken, was wir vielleicht nur zu zweit machen können und vielleicht auch mal Ideen aufschreiben, wenn er irgendwas Passendes findet, was wir zu zweit machen könnten. Da müsst ihr halt bloß die Gedanken kreisen lassen. Ja, oder auch in YouTube-Kanäle könnt ihr auch mal nachgucken, so wie ich es immer mache. Mhm. Und dann vielleicht abschreiben, was gut ankommen könnte. Mhm. Und dann könnten wir uns besprechen nach dem Urlaub. Mhm. Da könnten wir auch Teamarbeit machen, beide uns so ein bisschen in YouTube umgucken. Jetzt wollen wir wieder miteinander machen. Soweit man halt dazu kommt. Ansonsten, genau. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, Test am Montag, drehe ich heute Abend vor und dann bereite ich Maxi kommentiert Kommentare vor für Dienstag, weil das Internet ist ja so langsam und ich kaufe dann natürlich auch schon das Bier für die Ausgabe nach dem Urlaub. Und ihr überlegt euch Fragen inzwischen für was habt ihr noch nie? Es wird bestimmt ulkig. Da bin ich mir auch sicher. Für die Fragen habt ihr bis nach dem Urlaub Zeit. Der weiße Tiger. Der Basti schreibt sie inzwischen alles ab, weil der kommt mehr ins Internet dann wie ich. Ja. Ansonsten. Der weiße Tiger. Ansonsten haben wir die Ehre. Wir sehen uns zu zweit nach dem Urlaub. Und der kleine Markus. Und der Racker verabschieden sich auch. Meine Maskottchen. Die habe ich damals noch nicht gehabt, aber heute. Ja. New Yorker. Die brauche ich. Gut, der weiße Tiger ist geliehen. Gehört meinem Freund, aber ich habe ihn auch sehr gern bei mir. Er ist auch gerade bloß da, weil mein Freund in Ulm ist. Bei seiner Taufpatin, weil es ihm psychisch nicht gut geht. Den habe ich damals in diesem Video auch noch nicht gehabt. Aber den habe ich ein gutes Jahr drauf. Ein gutes Jahr drauf habe ich ihn kennengelernt. Ja. Ja. Frecher Racker. Also, habe die Ehre. Wir sehen uns zu zweit nach dem Urlaub und wir sehen uns noch ein paar Mal so. Beziehungsweise, wie gesagt, in vorgedrehte Videos erstmal. Genau. Also, bis